Hallo und herzlich willkommen zu unserem Videotutorial für eShampoo Burning Studio 19. Heute möchte ich Ihnen erklären, wie man mit dem Burning Studio eine CD für Ihr Autoradio brennt. Besonders wichtig dabei, dass Ihr Radio auch die korrekte Reihenfolge erkennt. Speziell bei Hörbüchern oder individuellen Mixes ist das wichtig. Daran scheitern nämlich viele Programme, weil Autoradios unterschiedlich sortieren. Das Burning Studio löst dieses Problem für Sie. Wie einfach und schnell das geht, sehen Sie in den nächsten Minuten. Zuerst klicken Sie auf Audio und Musik und dann auf Audio-CD für ein Autoradio erstellen. Sehen Sie nun eine lange Liste von Autoradios der unterschiedlichsten Hersteller. Wählen Sie Ihr Autoradio mit einem Klick aus oder wie in diesem Beispiel, bei dem ich ein Pioneer-Radio über die Filterfunktion auswähle. Man sieht hinter dem Produktnamen, welche Medien unterstützt werden, welche Formate es lesen kann und ob es Playlisten abspielen kann. Sollten Sie Ihr Radio nicht finden, klicken Sie unten rechts auf Mein Radio ist nicht verfügbar und geben Sie manuell ein, welche Dateiformate es verarbeiten kann. Weitere Details dazu möchten wir Ihnen gerne in einem weiteren Videotutorial erläutern. Legen Sie nun eine beschreibbare CD ein. Das kann sowohl eine CD-R oder auch CD-RW sein. Das Programm prüft nun, ob der Rohling zu Ihrem Autoradio kompatibel ist. Falls Sie mehrere optische Laufwerke haben, wählen Sie das aus, womit Sie brennen wollen. Klicken Sie danach auf Weiter. In diesem Menü können Sie nun die Musikdateien hinzufügen. Mit einem Klick auf das Pluszeichen öffnet sich ein Dateibrowser, mit dem Sie Ihre Songs auswählen können. Sind bereits Songs auf dem wiederbeschreibbaren Rohling enthalten, werden auch diese angezeigt. Sie können dann entscheiden, welche Songs gelöscht und welche hinzugefügt werden sollen. Weiterhin können Sie hier die Reihenfolge der einzelnen Titel verändern. Wählen Sie dazu einen Titel aus, den Sie ganz an den Anfang setzen möchten und klicken anschließend so lange auf den Pfeil, bis Sie die richtige Position gefunden haben. Das geht natürlich auch in die andere Richtung, wenn Sie einen Song weiter nach hinten stellen möchten, mit dem Pfeil nach unten. Sollten Sie einen Titel nicht auf der CD haben wollen, dann lässt sich dieser hier ganz einfach löschen. Markieren Sie den Titel, Löschfunktion anklicken und dann nochmal kurz bestätigen. Falls Sie vielleicht nochmal in einen Song reinhören möchten, dann markieren Sie ihn und klicken auf Abspielen. Haben Sie nun den Inhalt und die Reihenfolge der Titel abgeschlossen, dann klicken Sie auf Weiter. Die Songs werden nun, wenn notwendig, in das passende Format konvertiert und auf die CD gebrannt. Die Animation zeigt Ihnen, wie weit der Vorgang schon abgeschlossen ist. Wir haben diesen Abschnitt in dem Video entsprechend verkürzt. Je nach Umfang der zu brennenden Daten dauert der Vorgang an Ihrem Computer. Zum Schluss zeigt Ihnen das Burning Studio noch eine schöne Animation des Brennvorgangs. Nachdem die CD fertig gebrannt ist, schließen Sie die Mitteilung. Sie können jetzt den fertigen Rohling dem Laufwerk entnehmen. Anschließend klicken Sie auf Beenden oder kehren Sie für weitere Projekte zum Hauptmenü zurück. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich schon auf ein Wiedersehen beim nächsten eShampoo Video Tutorial.